Bisschen Eisen. Kupfer. Ah, ein Rubin. Geil. Da oben ist noch mal Gold. Na. Ja gut, das war jetzt natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das gibt mir halt auch nur 2 Barren. Aber immerhin. So, gucken wir doch mal, was hier drin ist. Ah ja, die Schädelmine. Die sind auf jeden Fall stabiler. Was hat mir das gegeben? Harz, Eisenerz, Stein, Schleim. Ja, das ist eine gute Idee. Komm immer wieder hier ran, dann kann ich dich schön durch die Steine tot machen. Oh. Dankeschön. Ja gut, aber den Rest will ich mir jetzt gar nicht so genau geben. Ich wollte eigentlich nur rausfinden, ob ich jetzt einfach so in die Mine rein kann oder ob ich dann noch irgendwas anderes erledigen muss. Aber es geht. Das war ein Aquamarin, okay. Ich muss mal als erstes die Bäume hier entfernen. Damit ich besser sehen kann, was hier so rumliegt. Außerdem brauche ich halt auch Holz. So, aber viel mehr mache ich jetzt auch nicht mehr, weil meine Energie verschwindet. Ich würde gern... Was? Ich finde einfach ein Schwert. Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es dem Museum spendest. Ja, das muss ich mir überlegen, weil es bestimmt auch eine Verwendung dafür gibt, was man damit noch anstellen kann. So. Schön.
Da war ich schon drin, ne? Ja. Gut, dann gucke ich jetzt noch mal erstmal hier rein, ob hier wirklich drin gebaut wird. Da liegt auf jeden Fall Holz. Also denke ich schon, dass sie da drin baut. Gut, dann gucke ich jetzt noch mal, ob ich noch irgendwas habe, was ich... Naja, wobei, komm. Verkaufen wir das und das. Sowie das und das. Und das und das. Und dann wäre es ja wahrscheinlich auch gar nicht mal so dumm, wenn ich einfach noch eine Kiste baue. Und die stelle ich die hier hin, dann ist das so eine Krimskramskiste. Ja, komm, da werf ich jetzt den Krimskrams rein. Gerade auch sowas. Das werde ich dann irgendwann muss ich das mal richtig ordentlich sortieren, aber im Moment sehe ich mich dort noch nicht. Gut. Dann war das doch ganz erfolgreich. Dann gehe ich mal Fernsehen und dann ins Bett. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Fest des Eises. Ja, genau, zwischen 9 und 14 Uhr. Willkommen bei Velviks Orakel, der einzigen Schau, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Ja, gut. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Plumpudding. Wusstest du, dass in England zu Weihnachten traditionell Plumpudding gegessen wird? Versuch doch mal, selbst einen zu machen. Die Pflaumen sind blumig und süß und gerade sauerlich genug, um alle deine Geschmacksnerven voll zu aktivieren. Du musst es einfach selbst ausprobieren. Du hast gelernt, wie man Plumpudding macht. Hätte man ja auch Pflaumenpudding nennen können, aber was weiß ich schon? Ins Bett gehen, ja. Uah, was für eine erholsame Nacht. Hallo Katze. Aha, jetzt seid ihr groß. Aber bestimmt noch nicht melkbar. Doch. Krass. Junge. Milch. Yay. Sehr schön. Gut. Kühe sind versorgt. Das Huhn ist auch groß und es legt auch schwarze Eier. Nein, ich will das nicht essen. Dann machen wir doch als nächstes mal Schattenmayonnaise.